Meine lieben YouTube-Freunde und Horoskope. Ja, Sternzeichen. Sternzeichen kennen wir alle. Haben wir aber schon mal etwas über die Baumstammzeichen gehört? In den vergangenen Videos habe ich euch das keltische Baumstammhoroskop und die Zuordnung näher gebracht. Denn jeder von uns trägt die Eigenschaften eines nach seinem Geburtstag bestimmten Baumes in sich und kann lernen, es zu nutzen. Ein uraltes Wissen der Kelten inspiriert durch unterschiedliche Bäume die Entstehung des Baumhoroskopes. Die Kelten lebten in und mit der Natur und ihr geheimes Wissen gaben sie fast ausschließlich mündlich weiter. Deshalb liegt vieles heute im Verborgenen. Trotzdem ist einiges Wissen überliefert, was die Kelten glaubten, über die Natur, ihre Götter, die Bäume und ihre dichten, ausgedehnten Wälder. Seit einiger Zeit nutzt man nun dieses alte Wissen und die französische Autorin Paula Delsaux hat dieses Wissen populär gemacht, nämlich das Baumhoroskop. Inzwischen gibt es mehrere Versionen darüber und auch ich habe mich davon inspirieren lassen. Das Baumhoroskop ist sehr interessant und man kann feststellen, dass die beschriebenen Charakteren der Wirklichkeit sehr nahe kommen. Ähnlich unserem bekannten Horoskop deckt sich jeder zugeordnete Baum eine gewisse Zeitspanne in einem Jahr ab, manche sogar zwei. So trägt jeder Mensch die Kraft seines Seelenbaumes in sich. Doch ist er sich dessen auch bewusst? Bist du dir dessen bewusst? Unter all den Bäumen, die für die jeweiligen Geburtstage gelten, gibt es noch vier besondere Bäume. Sie werden auch heilige Bäume genannt. Diese gelten nur für einen einzelnen Geburtstag. Das sind die Birke, Buche, Eiche und der Ölbaum. Diese markieren ganz besondere Stunden im Jahr, die Tag- und Nachtgleiche im Frühling und im Herbst, die Sommer- und Winterwende. Menschen, die an diesem Tag geboren sind, können sich glücklich schätzen, denn sie haben die Kraft ihres Baumes, des Seelenbaumes in sich. Ich werde in der zweiten Serie auf die Eigenschaften der Baumstammzeichen im keltischen Baumhoroskop speziell in Kurzform eingehen. Auch das wird sehr spannend sein. Bis dahin, alles Liebe, eure Deria.